Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg noch nicht ganz tot, oder genauer gesagt hier um den Sisik, welcher sich im Gebiet Voldoom befindet und zwar etwa 2654. Und ja, das Team dagegen zu besiegen sieht die Folge aus: Wir nehmen das verseuchte Eichhörnchen mit Holzschnitzer, Adrenalinrausch und Stampede, seelengebrochener Wellbring mit Geisterfeuerblitz, Ungewissheit, Arkaner Sturm und wiederkehrtes Junges mit Knochenbiss, Verheeren und Sprung. Es ist ein Pet von ja, neuen Gebieten als mir, also das kann man dort fangen. Es ist jetzt nicht allzu schwer, das zu holen, und es gibt vier verschiedene Breeds, aber alle Breeds sollten eigentlich mehr Leben haben als den seelengebrochenen Wellbling. Das ist halt einfach wichtig, damit auch der Wellbling gleich zu Beginn reingewechselt wird. Und ja, beginnen wir gleich mal den Kampf. Und hier zu Beginn gleich mal passen, da man sowieso ausgewechselt wird. Und dann kommt eben der seelengebrochene Wellbling. An dieser Stelle gleich den Arkansturm einsetzen. Und danach Geisterfeuerblitz, bis der Bammel stirbt. Das ist ja meistens so nach vier Blitzen der Fall. Das Gute ist halt, an Arkansturm können wir schon bereits die hinteren Pets ein wenig beschädigen, weil die sind sehr nervig. Also vor allem der letzte Zwicky kann sehr nervig sein. Weil ich jetzt gerade recht gut getroffen habe, werde ich schnell einmal passen. Aber das ist meistens eben hier der Fall, dass man hier den Geistfeuerblitz hier noch einsetzen kann und halt eben den Bammel töten. Dann kommt hier Shigo ins Spiel. An dieser Stelle sollte man eigentlich auch schneller sein als der Shigo. Deshalb können wir hier noch den Arkanen Sturm noch einmal einsetzen. Hier könnte man die Ungewissheit einsetzen. Das Problem ist aber hier, man reduziert seine Präzision, was teilweise sehr nervig sein kann. Also wenn ihr wollt und euren Crit erhöhen wollt, sicher eine gute Idee, aber ich passe hier lieber, da mir die Trefferquote ein bisschen wichtiger ist als die Crit, weil ein Crit kann auch verfehlen, also eben da ist halt eben diese Ungewissheit dabei. Danach halt einfach Geisterfeuerblitz, bis halt der Arkansturm wieder ready ist. Sollte meistens so sein, dass man hier das sicher noch einmal einsetzen kann, diesen Arkansturm. Und dann haben wir Shigo hier schon auf 50%. Werden dann hier an dieser Stelle mal getötet, sollten dann in der Untotenphase sein. Und hier kann man sicher noch einen Geisterfeuerblitz reinhauen. Und dann wird man an dieser Stelle getötet. Wenn Shigo noch oben ist, also wenn er noch lebt, am besten das wiederkehrte Junge hineinschicken. Wenn zum Beispiel Zwicky das letzte ist, würde ich vielleicht empfehlen das Eichhörnchen. Aber ich sag mal so, im Normalfall sollte das hier so sein, dass eben Shigo hier in den Kampf kommt und wiederkehrtes Junges in, ja, reingesetzt wird. Das Gute ist halt eben, das sollte eigentlich jeder Breed sollte auch hier schneller sein als der Shigo. Also wenn ich mich richtig erinnere an die Zahlen, soll das so sein. Und wenn ihr so dabei seid, könnt ihr eigentlich hier den Sprung einsetzen. Verheeren bringt jetzt auch nicht wirklich viel, aber hier den Sprung einsetzen. Er taucht hier natürlich ab, da müssen wir leider passen. Und danach kann man hier, wenn man sieht, man kann Shigo mit zwei Verheeren töten, sich hier Verheeren einsetzen, damit man dort halt ja, sich heilen kann. Hier muss man halt einfach darauf aufpassen, dass Panzerschild eventuell wieder erneuert wird, also dass ihr da nicht irgendwie falsche Zahlen berechnet. Also eben, ich setze jetzt hier aber Verheeren ein, sollte eigentlich hier ausreichen. Und dann kommt hier der zweite Durchlauf von Verheeren, tötet den Shigo und somit können wir uns ein wenig heilen. Jetzt kommt Zwicky ins Spiel und wenn jetzt eben hier das Eichhörnchen schon bereits im Spiel wäre, dann müssen wir halt einfach Holzschnitzer und einen Stampede, damit die Blase relativ schnell aufgelöst wird. Oder halt hier jetzt beim wiederkehrten Junges ja, Sprung einsetzen. Dann kommt hier die Blase, die lösen wir ebenfalls auf mit dem Sprung, weil Verheeren bringt jetzt auch nicht wirklich vieles. Und danach halt mit Verheeren weiterarbeiten und wenn Verheeren Cooldown hat, halt wieder den Sprung und immer wieder so weiter, bis halt Zwicky dann stirbt. Leider heilt er sich recht gut hier dagegen mit dem erneuernden Nebel, aber trotzdem versuchen wir es natürlich hier mit diesen Attacken zu töten. Jetzt da ich recht gut attackieren konnte, werde ich schnell einmal passen, bis halt die Blase wieder ready ist, also dass das Eichhörnchen noch in den Kampf kommt, um euch zu zeigen, wie es am besten hier geht. Denn es kann natürlich sein, dass eben der, ja, das wiederkehrte Junge getötet wird und das Eichhörnchen noch in den Kampf kommen muss.
Und wenn dann auch gleich die Blase ready ist, wird es auch ein wenig nervig. Also wenn die Blase jetzt bereits oben ist, würde ich gleich empfehlen, das aufzulösen mit dem Adrenalinrausch. Ansonsten, wenn hier Holzschnitz eingesetzt werden kann, wenn gerade keine Blase ist, das hier. Und wenn dann die Blase oben ist, kann man hier diese auflösen mit der Stampede. Das einfach durchlaufen lassen und dann sollte Zwicky ebenfalls keine Probleme mehr darstellen. Und ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!